Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute koche ich mit euch einen Kartoffeleintopf oder Kartoffelsuppe oder wie immer. Soll schon ein bisschen dicker sein, ne? Aber ist eine Kartoffelsuppe oder ein Eintopf. Nach meiner Art. Der ist richtig lecker. Ich weiß, dass er sehr gut ankommt. Gehört zu eins meiner besseren Essen. Na, eigentlich sind sie eigentlich alle gut, ne? Aber der ist einfach lecker. So, das ist so Spezialität wie Erbsensuppe und so. Das sind so Sachen. Oder ich fahre einfach richtig gut drauf ab. Versucht das einfach in der Form so nachzumachen. Tja, und dann kann ich nur sagen, Gelinggarantie. Ich weiß, eingebildet, aber ich habe auch ein bisschen Erfahrung damit. Es schmeckt einfach nur. Ne? Und darum geht es ja eigentlich, dass das schmeckt, was ich euch jetzt zeige. Wenn ich das erreiche, ja, was will ich mehr? Da habe ich doch viel erreicht. Also, viel Spaß beim Nachmachen. Euer Ariel. Die Zutaten für Ariels, bzw. meine Kartoffelsuppe. Natürlich an erster Stelle Kartoffeln. Dann Kassler, Speck, Würstchen. Weil das ist ein bisschen deftig, ne? Dann Suppengemüse, Salz, Pfeffer, Hauch Cayenne, bisschen Muskat und Rauchsalz. Den Würstchen hatte ich gesagt, weiß ich nicht. Ich mache immer noch ein bisschen Sahne zu, oben drauf, mache das ein bisschen cremiger. Und dann zum Schluss noch so ein bisschen Schnittlauch. Das sind eigentlich die Zutaten, die wir brauchen. Schritte, klar. Fleisch setzen wir erstmal im Topf an, lassen wir so ein bisschen abkochen, ein bisschen köcheln, ne? Man kann es auch im Ofen schieben, aber ich will ja die Kraft in der Flüssigkeit haben. Sonst müsste ich im Ofen schieben mit viel Flüssigkeit und dann geht es auch. Aber dann koche ich einfach mit ab, werde nachher klein gesnibbelt und dann ist gut. In der Zwischenzeit schäle ich dann die Kartoffeln und putze mein Gemüse. Gut, das sind jetzt erstmal so die ersten Schritte. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Jetzt haben wir ja einen Bund, beziehungsweise habe ich ja zwei Bund Suppengemüse. Das wollte ich mir nachher auch schälen. Und so, aber ich muss euch ja auch noch was zeigen da nebenbei. Und zwar, das Gemüse wollte ich mir nachher klein schnibbeln. Dafür brauchen wir ein Brät. Und unter dem Brät machen wir nochmal ein Handtuch drin. Damit uns das nicht rutscht. Ich wurde ja darauf hingewiesen, mal ne, Handtuch von das, zu machen oder feuchtes Tuch. Ist auch voll und ganz richtig, ne? Aber ja, wenn du das als Koch machst und jedes Mal, dann schneidest du schnell, bevor du ein Tuch drunter machst und wackelst halt ein bisschen hin und her. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache für Leute, die vielleicht noch nicht so groß schneiden können oder sonst was oder unsicher sind, bevor die sich verletzen. Nimmt man halt einen schönen Lappen. Packt ihn sich hier drunter und schon passiert nichts. Achso, ich muss ja da noch mal ein bisschen den dazustellen. Alle Ringe. So, jetzt kann er kochen. So, jetzt. Die Petersilie könnte man zum Schluss noch drüber machen. Aber die mache ich. Werfe ich einfach so mit rein. Das Gemüse müsst ihr euch abwaschen. So, und zwar ist das jetzt so, den Sellerie, den schälen wir uns. Dann schneiden wir den nachher in Würfel, aber das mache ich jetzt nicht vor der Kamera. Ich will euch nur zeigen, die ganzen Abschnitte, die können hier alles mit rein. Die Petersilie könnt ihr euch auch klein hacken und zum Schluss drüber machen. Ist natürlich auch lecker. Aber ich habe ein bisschen Schnittlauch und den mache ich zum Schluss rüber und deswegen koche ich den gleich die Petersilie so ein bisschen mit. Alles Geschmack. Und wenn ihr denn das euch so fertig macht, ja. Alles mit rein in der Suppe. Weil was Besseres gibt's nicht. Da drin kochen wir nämlich nachher dann auch nochmal die Kartoffeln drin. Das kommt auch noch mit dazu. Die Zwiebeln auch kommt mit Schale rein. Die Schale bewirkt nämlich, dass das so ein bisschen klar bleibt. Schälen wir uns gleich die Karottenschale hier rein. Und die Karotten, die würfeln wir uns dann und die kommen nachher als Einlage mit rein. Die werden dann nachher noch ein bisschen mitgekocht. Aber jetzt, bevor wir das wegwerfen, machen wir uns natürlich hier erstmal eine schöne Suppe draus.
das müsst ihr ja jetzt nicht die ganze Zeit sehen. Ich schäle jetzt eben die ganzen Karotten rein. Kurz zeige ich euch noch was anderes kurz. Weil mir das hier gleich die Schale da rein. Mal wegwerfen. Das ist alles Geschmack. Und Geschmack werft man nicht weg, ne? Das ist Gold, ne? Gut. So, jetzt noch mal ganz kurz zu den Lauch. Den Lauch schnibbeln wir uns einmal so durch. Dann nehmen wir die ersten Blätter, die werfe ich mit rein. Und wenn ihr den Lauch dann waschen wollt, haltet den so unter den Wasserhahn schön strahlen und dann macht ihr den, aber wie gesagt, der ist auch relativ sauber. So. Normal ist das als Sicherheit zum Schneiden, aber da ich jetzt alles abkochen will, werfe ich das natürlich rein. So, was jetzt da drin wird an Schale, wird natürlich dann nachher weggeworfen, ne? Aber bevor wir das wegwerfen, holen wir erstmal alles an Geschmack raus, was wir rausholen können. Und so haben wir die nicht so schönen Blätter, Schalen oder was auch immer so dabei ist, ein bisschen verarbeitet. Das können wir eigentlich nochmal. Ariel, bitte. Ne? Ein bisschen. Kann auch im Ganzen bleiben, also das ist eigentlich nicht schlimm. Kommt sowieso raus. Hat keinen Vor- und keinen Nachteil. Voila. Gut, okay, ich schäle jetzt die Karotten zu Ende da rein. Das lasse ich dann gleich im Schnelllauf durchlaufen und dann ist gut. So. Voila. Und das wird dann nachher so wie die Kartoffeln. Alles noch klein geschnippelt. So, ich habe jetzt alles geschält. Und zwar lassen wir das Ganze dann jetzt zum Kochen bringen. Und dann kochen wir das so lange, bis das Fleisch weich ist, beziehungsweise wir stellen das klein, dass es so leicht köchelt, aber es muss erstmal einmal hochkochen. Und dann können wir nachher noch ein bisschen an Geschmack, an Salz und Pfeffer noch dazugeben. Aber jetzt warten wir erstmal, bis es kocht. Und dann schauen wir weiter. Das Fleisch war jetzt über eine Stunde drin. Das ist jetzt fertig. Das holen wir mal raus. Das erstmal hier hin, damit das auch so gesehen wird alles. So, jetzt haben wir natürlich schon schön Kraft hier drin. Ups, das war. Dann holen wir das Gemüse gleich noch raus. Mal probieren und kann sehen, klar, die Brühe noch schmeckt ein bisschen rauchig, schmeckt aber auch nach Gemüse. So, das schnibbeln wir uns nachher auch klein. Also in der Zwischenzeit habe ich schon mal Karotten und Sellerie und den Lauch geschnitten. Das kommt dann nachher noch rein. Aber jetzt holen wir erstmal das Gemüse raus und dann kommt danach dann die Kartoffeln rein. Dazu nehmen wir den gleichen Topf. Ihr könnt euch das auch durch ein Sieb schütteln. So, ich nehme jetzt einmal den Topf, fülle das da rein und fülle das dann wieder zurück, damit wir alles draußen haben. Ja, das war natürlich super intelligent von mir, Ariel. Heißt das nochmal zurückschütten. Aber das passiert. So, hier ist alles draußen. Und
Und jetzt schimmeln wir das dann nochmal zurück, wieder in den Topf. Jetzt haben wir alles sauber drin, das Gemüse ist draußen. Die Kartoffeln dazu. Wie gesagt, die Kartoffeln habe ich geschält und einfach nur gefettelt. Man kann sie sich auch in kleineren Würfeln machen und dann alles zusammen reinpacken. Aber ich mache das immer so in der Form, dass ich mir die Kartoffeln reinmache und dann nehme ich nachher einen Stampfer und stampfe sie einfach nur grob. Dass ich trotzdem noch eine kleine Textur habe. Und dann kommen die Karotten rein und dann kochen wir zu Ende. Und dann ist auch schon fast fertig. Dann kommt noch Fleisch dazu und Würstchen dazu und dann haben wir ein längeres Essen. Gut, jetzt müssen wir warten, bis die Kartoffeln kochen. Wir stellen das mal auf 9, damit das jetzt so schnell hochkocht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. In der Zwischenzeit machen wir uns hier den Kassler schon mal. Kleine Würfel. Ihr könnt sehen, der war über eine Stunde drin. Und kann trotzdem sehen, wie saftig der noch ist. Das schnibbeln wir uns jetzt runter. Und das kommt nachher zum Schluss rein. Wir sollen jetzt nämlich nicht mal weiter kochen, sondern so saftig bleiben. Aber was hier so reinkommt, das kann alles mit rein. Nichts verschwenden, was wir hier so haben. Ich schneide mir das alles erstmal in Scheiben runter, da er ja auch noch heiß ist. Ihr könnt euch warten, bis es kalt ist. Und dann schnibbeln wir das so in kleine Würfel. Mundgerecht, sage ich immer so. Kommt immer darauf an, jetzt von welchem Mund. Ich habe einen großen Mund, darum kann er ruhig ein bisschen größer sein. Aber wir gehen mal davon aus, so. Dass das so die richtige Größe ist. Hier so wie hier. Und dann passt das schon. So, das war erstmal der Kunst. Jetzt schnibbel ich den Rest auch klein. So, den Kasselnacken haben wir schon geschnibbelt. Nacken nehme ich aus dem Grund, weil er am saftigsten ist von allem. Drücken wir es mal einfach zu trocken. Und deswegen mache ich das mit dem Nacken immer. Falls ich mich ein bisschen verschnupfen höre, ist gerade zur Zeit so. Die Würstchen müsst ihr euch ja nicht klein schnibbeln. Ich mache das so, weil ich will einen Topf haben. Das heißt, ein Topf heißt alles in einen Topf. Daher kommt das. Jetzt müssen wir uns noch den Speck anbraten. Und der kommt nachher auch mit rein und dann brauchen wir das nur noch zusammenschustern. Bisschen würzen. Ich mache jetzt zum Beispiel schon mal ein bisschen Pfeffer rein. Mit Salz brate ich nachher noch einen Speck. Ein Hauch Cayenne. Aber wirklich nur ein Hauch. Und wenn das dann zu scharf ist, dann habe ich noch ein bisschen Rauchsalz. Wenn ihr das habt, könnt ihr auch machen. Rauchsalz sollte man ruhig immer zu Hause haben, gerade für Eintöpfe. Hier war das auch nicht mehr. Und ein klein bisschen Muskatnuss. So. Den kann man auch, wenn man will, Thymian reinmachen. Und das war's. So, jetzt machen wir uns nochmal den an. Und dann machen wir nochmal den Speck. So, den lassen wir aus. Und dann brauchen wir nachher nur noch alles zusammenschütteln.
Wir warten jetzt darauf, dass alles kocht. So, der Speck ist gleich so ein bisschen angeschwitzt. Ein bisschen Farbe kann er noch bekommen. Das Fett, was ausgelassen wird hier gerade, das kommt auf jeden Fall mit rein, weil das ist alles ein bisschen Power und Schmack lässt. So, die Trübstoffe, die wir hier jetzt drin haben, die machen uns ein bisschen ab von den Kartoffeln, die da drin stehen. So, den Speck können wir auslassen. So, auslassen. Den haben wir ausgelassen. Den können wir gleich runternehmen. Den nehmen wir runter, hier stellen wir erstmal auf 0. So. So, jetzt haben wir alles fertig. Die Kartoffeln müssen kochen, dann kommen Karotten und Sellerie dazu. Dann kommt das Lauch dazu, dann kommt das Fleisch dazu und dann kommt das. Hier muss ich vielleicht ein bisschen abnehmen und noch auf den zweiten verteilen. Aber ich habe extra so viel gekocht, weil morgen meine Tochter mit ein paar Freunden kommt. Und ein, zwei andere bekommen auch noch was. Ich esse auch noch was. Also geht locker weg. Das sind immer so, was sich auch Freunde wünschen. Mein Kartoffeleintopf. Und das Schöne ist, außer das Schnibbeln, wie gesagt, ich habe das jetzt so ganz schön beim Fernsehen gemacht. Aber in der Zeit, wo der Kratzer gekocht hat, und das salzt sich der Speck. Da muss man aufpassen. Beim Würzen. Aber das hatte ich ja vorhin schon mal gedacht. Bisschen kleiner Stück. Dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen Schnittlauch, da das alles bald fertig ist. Schneide ich mir den jetzt in oder ganz klein, ne? Und dann kommt er ganz am Schluss rüber. Nicht mit reingeben oder reingeben, aber erst ganz am Schluss. So hat man noch den Geschmack bei dem Schnittlauch. Oder am besten noch oben drauf schütteln, das wäre noch besser. So, Schnittlauch und Petersilie haben wir hier auch noch ein bisschen, aber Petersilie nur ganz bisschen, nur als Deko. Schnittlauch raus, das kommt dann ganz am Schluss rein. Jetzt müssen wir warten, bis die Kartoffeln fertig sind und dann geben wir die Karotten dazu. So, die Kartoffeln haben jetzt auch noch mal 20 Minuten gekocht. Ich habe festkochende Kartoffeln, die Begründung einfach, würde ich mehlig nennen, dann würde das alles so ein bisschen schon mehr breiig sein und ich will ja schon Stücke drin haben, auch nur grob. Wie gesagt, man kann sich die auch würfeln und alles zusammen reinwerfen mit den Karotten und so weiter. Boah, das ist Ansichtssache, ne? Muss sich jeder selber wissen, wie er das macht. Ich finde es so, wenn ich mir das ein bisschen grob muse, hätte ich jetzt mehlig kochen, dann würde ich das schon zu brei musen. Und so könnt ihr sehen, ist hier sind hier so Stücke drin, also man hat schon eine Textur dabei. Das Ganze ist eigentlich nur, sagen wir mal, 20 Minuten vorschnibbeln und der Rest ist nur so kochen. Fleisch dauert ein bisschen länger. Das lasse ich jetzt so. Jetzt seht ihr, da sind so Stücke drin. Jetzt mache ich die Karotten dazu und den Sellerie. Und das muss jetzt auch nochmal weich kochen. Das dauert jetzt noch mal 10 Minuten ungefähr. Und so seht ihr jetzt schon hier, dass hier eine kleine Bindung drin ist, durch die Kartoffeln, die Stärke, die sie abgibt. Und jetzt kommt noch mal der Geschmack von den Sellerie und von den Karotten dazu. Oh. Ja, die hat schon Schmack lässt. Und dann kommt hier noch Speck dazu und das ganze Fleisch noch. Wenn ich den Lauch noch dazu packe, dann muss ich natürlich ein bisschen rausnehmen, sonst passt das alles nicht rein. Oh, lecker. Und dann kommt da nachher noch ein bisschen Sahne zu. Kann man weglassen. Wer auf seine Figur achten muss, ich muss es nicht mehr. Ich war vorgestern, musste ich mal ins Krankenhaus kurz. Und da sagte der
und Tennis zu mir. Herr Brenn, du bist aber ganz schön fettleibig. Ja, was soll ich denn darauf sagen, ne? Ne, sage ich. Arbeit ist das. Alles Arbeit. Verdiene ich mein Geld mit. Kann doch nicht so dünn sein. Ich muss doch probieren. Und Sahne gibt natürlich auch noch mal. Alles, was Fett macht, ist gut. Im Geschmack jedenfalls. Gut, dann koche noch mal ein bisschen vor dich hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das köchelt jetzt vor dich hin, aber das ist jetzt fertig. Das war eben noch mal knapp 10 Minuten drin, weil Sellerie und Karotten so klein geschnitten sind, schnell fertig. Jetzt machen wir den Lauch noch dazu. Den hätte man jetzt auch noch, wenn man gewollt hätte, noch mit anschwitzen können. Das heißt, wir einmal hochkochen und dann füllen wir uns ein klein bisschen um. Oder auch nicht, schauen wir mal, das wird dann ganz eng. Das muss jetzt nochmal hochkochen, dafür stellen wir das jetzt nochmal hoch, damit das ein bisschen schneller hochkocht. So, jetzt müsst ihr euch das natürlich noch so ein bisschen selber nachwürzen. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer, so wie ihr das so haben möchtet. Ich mache noch ein bisschen Salz rein. Hat eine Prise Zucker drin. Jetzt noch mal ein bisschen frischen Pfeffer. So, und dann nehme ich auch noch ein klein bisschen Muskat. Schärfe habe ich eigentlich genug da. Jetzt fängt das nämlich hier an zu kochen. Jetzt geht das schnell. Jetzt mache ich den Speck hier rein. Dann kommt jetzt gleich die salzige Note dazu. Das füllen wir noch ein bisschen so aus, damit wir alles mit haben. Und hier, jetzt kommt noch der ganze Rest rein, Fleisch und so, dann ist das voll. Dann haben wir hier 9 Liter und wir haben einen Eintopf. So, das lassen wir mal hochkochen. Jetzt könnt ihr das sehen, da ist alles drin. Ich stelle noch mal ein Stück näher ran hier. So, jetzt habt ihr einen leckeren Kartoffeleintopf. Jetzt mache ich persönlich immer noch ein bisschen Sahne zu, weil das einfach nur lecker ist. Kann ich einfach nur so empfehlen, ne? Also auf 9 Liter 400 Milliliter Sahne, das ist nicht zu viel. Auch nicht für die Diät, die ihr macht. Aber wie gesagt, dann muss jeder selber entscheiden. Muss nicht ran, schmeckt auch so. Ein Kollege von mir sagt immer, Ariel, bitte ohne Sahne. Und der sippt das weg wie... Auch mit Sahne. Aber wie gesagt, das ist jetzt Ansichtssache. Das könnt ihr halten wie ein Dachdecker. Ich habe nicht gesagt, dass du ausgehen sollst. Du sollst hochkochen. Ob es jetzt noch voller gegangen wäre? Ja, ein bisschen hätte noch reingepasst. Jetzt hat er schon richtig schmecklos und dann lass das noch mal ein bisschen durchziehen. Nicht wegsubbeln wie sonst was. So, das ist ein bisschen voll, weil ich muss das ja noch leicht anbinden. Ich werde jetzt mal einfach mal ein klein bisschen rausnehmen, damit ich das noch gleich so ein bisschen binden kann. Das kann ich ja nachher auch noch zugeben. War der Topf doch ein bisschen zu klein. Auf jeden Fall habe ich mit meiner Familie schön Kartoffeln einen Topf. Aber das kann man ja auch wegfrieren, so ist das ja nicht. Ich
Ich mache mir noch eine kleine Bindung rein. Und zwar nehme ich ein bisschen Speisestärke und rühre mal was an. Und das jetzt ein bisschen, das sind 3 Esslöffel Speisestärke. Die rühre ich mir da rein, damit es eine kleine Bindung hat. Nur eine kleine, mehr muss das nicht sein. Ganz normale Speisestärke. Jetzt hat das noch keine Bindung. Jetzt den Schnittlauch, den macht man nochmal oben rüber zum Schluss, rüber streuen. Ich mache ihn mit rein. So. Ist mein Eintopf fertig. Und jetzt machen wir hier wieder einen Teil zurück. Jetzt kann sich das mit den anderen verbinden. Voilà. So, jetzt werde ich mir gleich ein bisschen auffüllen, wenn das einmal hochgekocht hat. Und dann machen wir gleich noch ein Foto. So, jetzt stellen wir das mal aus erstmal. So, wo kommst du hart? Oh, ja, genau. Okay. Jetzt muss ich noch einmal probieren. Und wie gesagt, ihr müsst euch das selber nachwürzen. Hier an den Kartoffeln, obwohl ich die gestampft habe, könnt ihr ja sehen, hätte ich jetzt mehlig kochen, dann wäre das Mousse gewesen. Und so habe ich trotzdem überall noch eine schöne Textur drin. Ich habe alles mit drin, was ich haben will. Und nun fülle ich mir mein Essen auf. Lecker. Wenn ihr noch ein bisschen Bauchsalz habt, könnt ihr immer noch mit reinmachen. Das ist eine leckere Geschichte. Weil so haben wir nur das Rauchige von den Speck. Aber sie schmeckt nach Kartoffeln und nach ein bisschen Rauchform und das ist lecker. Jetzt will ich mir das nochmal auffüllen für mich. Und dann werden wir, dann werde ich mir das genießen lassen. Und das jetzt auch zu dem Thema Eintopf. Voilà. Das ist jetzt mein Kartoffeleintopf. Mach da noch ein bisschen Petersilie drauf. Was jetzt hätte man machen können, auch den Speck jetzt oben drauf noch oder noch eine Scheibe Bacon oder ein paar Croutons mit drauf machen. Alles möglich. Familie, euer Essen ist fertig. Ich habe das gefilmt, das wollte ich. So, jetzt machen wir noch ein Foto. Und Freunde, ich kann euch nur sagen, das Ding ist lecker. Viel Spaß beim Nachmachen. Euer Ariel.